und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Mein Name ist der Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wir haben es geschafft, ohne zu sterben. Wir wollen mal gucken, ob wir dieses Quest jetzt abgeben können. Der Haifisch, der hat Zähne. Ich fürchte fast nicht. Wir müssen ein bisschen questen, um voranzukommen. Es bleibt nicht aus. Mal gucken, ob das geht. Schon vergessen, wo du nach den Tieren mit den scharfen Zähnen suchen sollst? Ja, wo finde ich denn... Den Hai ist klar. Wo finde ich einen Hai? Wo finde ich in dieser Gegend Haie? Vielleicht hast du schon mal vom Ozean gehört? War klar. Die Oktopusbucht. In der Oktopusbucht, da wimmelt es von den Viechern. Okay. Wenn du einen Luchszahn willst, sag mir, wo ich hin soll. Natürlich. Luchse leben nördlich des verlorenen minoischen Schreins in Zeus Kinderstube. Aber pass auf, die sind wild. Eine Löwin. Auf Kreta. Wie der Zufall es will, wird eine für einen reichen Mann auf der Straße von Phaistos zur Stadt Gortin transportiert. Alles klar. Ich besorge sie für dich. Hab Dank, Söldner. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, Oktopusbucht, wo immer die auch ist. Ups. Wir sind ja hier unten. Wir wollen ja auch dahin, zu dem Quest Oktopusbucht. Die Frage ist, ist das hier die Oktopusbucht? Ja, ne? Ich glaube schon. Ist auch noch ein Quest, ziviler Ungehorsam. Sagt das nochmal. Und hier auch Blumen für die Toten, Mythen und Minotauren. Alles klar. Pefki. Frage ist, wo ist diese Bucht hier? Tempel. Zeus Kinderstube, da hat er doch was gesagt. Also gehen wir erstmal dahin zu dem Punkt. Holen uns das. Ja, komm, aus dem Weg. Holen uns den Punkt. Zack. Zack. Hopp. Alle hopp. Wir holen uns den Punkt. Das Wasser sieht hier allerdings nicht so toll aus gerade irgendwie. Sieht irgendwie ein bisschen bäh aus. Ob da rein einer reingekackt hätte oder so. Na komm, wir brauchen Füchse. Beziehungsweise Lüchse. Ja, gleich da, holen wir uns den Punkt. Wo ist der Punkt? Hä? Da oben? Kann ja gar nicht sein, oder? Ja, doch, tatsächlich. Wir müssen in die Richtung. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Goldchen. Komm schon. Beliebter Offroad. 300 Meter. Mal gespannt. Wie gesagt, ist jetzt nur eine Nebenquest. Aber was wollen wir machen? Wir müssen ja ein bisschen questen. Ja! Mal mitnehmen. Ach, verdammt. Gipfel der Ide. Oder des Ide. Holen wir uns den Punkt mal schnell. Na. Immer wieder hübsch anzusehen. Wahnsinn. So, okay. Das haben wir. Gipfel des Ise oder Ide. Ich will mal ganz kurz gucken. Haben wir denn nicht noch mehr Infos? Nein, leider nicht.
Also, das eine ist in dem Wasser, das ist klar. Das ist der Hai. Nichts Leib, es ist kompliziert. Die Frage ist, ist das hier die Oktopusgedöns? Das ist die Frage. Oktopusbucht. Oder da hinten. Tja. Was tun? Sprach Zeus. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal die Punkte. Beziehungsweise die, ups. Wo ist denn mein Gaul? Die Fragezeichen. Ja, ich weiß. Auf geht's. Offroad kann das nicht ganz so gut wegstecken wie wir. Aber da muss er teilweise durch. Der tapfere Offroad. Ja, was ist hier? Bleib stehen. Ah, Frischfleisch. Frischfleisch. Wir könnten ein bisschen kämpfen. Wollen wir ein bisschen kämpfen? Ich glaube ja, ne? Wir kämpfen ein bisschen. Was ist das denn da hinten? Mal ganz kurz schauen. Was das ist da? Könnten das Luchse sein? Steinbock? Lux. Ja, yes. Wir sind richtig. Na los. Holen wir uns ein paar Lux-Viecher und dann machen wir das Ding hier weg. Ich muss mich verdeckt halten. Naja. Ja! Ich glaube, ich will absteigen. Komm. Ja, komm. Geh runter von mir, du Vieh. Wieder, okay. Ich höre sie zumindest da. Na. Luchsfangzahn, yes. Hat doch schon mal geklappt, sehr gut. Jetzt holen wir uns da mal den Punkt schnell. Freien das Ding. Ja, komm her, komm. Ich hab was für dich. Wir werden ihm geholfen. Und tschüss. Na gut. Guck mal, wo die nächsten kleinen Kakerlaken hier sind. Ja, ja, bleibt ruhig. Ich hole dich raus. Keine Sorge. Ich schulde dir mein Leben. Ja, die Helden. Ja, was? Machen wir es einfach so. Jetzt rund hier. Oh. Bam. Bam. Komm, zack, zack, zack geht das hier. Das mit den Dolchen zu kämpfen ist absoluter Hammer. Besser geht's gar nicht. Ich finde.
Weil, ganz ehrlich, ey, du hast so eine Power. Was haben wir denn noch? Schatz plündern, Schrein plündern. Na, kein Problem hier. Schatz. Und zack, fertig. Bam, bam. So, das haben wir. Das ist gut. Da vorne ist ja Wasser. Vielleicht ist es ja das, wohin ich muss. Unentdeckter Ort. Die verlorene Axt von Akalorchi in Mesara. Hm. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Da ist auch noch ein Punkt. Ich glaube, wir gehen mal in die Richtung. Vielleicht finden wir ja auch den Löwen. Irgendwie auf dem Weg. Und los! Marsch. Hier ist eine Bucht. Hello. Gucken wir mal. Haben wir denn da? Ein Hai. Ja, wunderbar. Dann holen wir uns doch das Haifi. Aha, Haifi. Holen wir uns doch das Hai. Den Hai. Vorher holen wir uns gleich noch das hier. Leuchtfeuer der Fischer. Ah. Da drinne. Okay, da kommen wir nicht rein. So viel dazu. Man kann es ja mal probieren. Da kommen wir auch nicht rein. Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Stimmt, von oben irgendwie. Muss ja irgendwo einen Eingang geben. Wie man da reinkommt. Oder es liegt außen. Obsidianglas, warum nicht? So, ich hoffe, dass die Viecher hier, die Haie. Ah. Komm, Schmackofatz. Ah. Einer. Zwei. Na. Halt aber still. Mal gucken. Haifischflosse. Haifischfangzahn. Okay, einen Löwenzahn jetzt noch. Löwenfangzahn. Nicht Löwenzahn, sondern Löwenfangzahn. Okay. Und er soll ja irgendwo auf einer Straße rumeiern. Guck mal, Offroad hat hier wunderbar geparkt. Habers, Bewegung! Komm schon. Mal schauen. Auf irgendeiner Straße rumgammeln. Da ist aber noch ein Fragezeichen, sehe ich gerade. Ist das da? Fassen und fangen und freilassen. Ella! Na? Hey. 20 Meter. Ah, da ist es. Ah, eine Höhle. Einsiedler-Tauchgang.
ist der Schatz? Schau mal an. Interessant. Klimper, klimper, klimper. Ob wir hier irgendwie rüberkommen? Die Nacht ist für die Jagd gemacht. Okay, die Nacht ist für die Jagd gemacht. Vielleicht müssen wir hier auf die Nacht warten, nicht, dass wir hier rankommen. Ne. Okay, ich würde mal vorschlagen, wir warten einfach mal. Vielleicht tut sich ja was. Ah, da kommst du nicht ran. Okay. Muss ja irgendwo einen Weg geben. Irgendwo muss es ja was geben. Auf jeden Fall oben drüber vielleicht? Kann man da vielleicht drüber? Ah, schau mal an. Oder? Nee. Verdammt. Hätte ja klappen können, oder? Scheibenkleister. Obwohl, hier geht es ja auch noch weiter. Ja, müssen wir den Schatz finden, dann ist das hier auch erledigt. Ist ja nur ein bisschen nebenbei. Aber es tut ja nicht schaden. Schon gefunden. Haben wir auch erledigt. Dann können wir hier mal raus. Oh, lauter Beine hier, ey. Ekelhaft. Stimmt wegen den Haien. Wir haben bestimmt ein High Life hier. Haha, Karlauer. Okay, dann haben wir das hier erledigt. So, jetzt aber. Off-Road, wo bist du? Da unten. Komm. Dann nicht. Ist heute zickig. So, wir gehen da hinten gucken. Ich muss schauen, wo der hier sein soll, der Löwe. Deswegen will das Quest zu Ende haben. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Aber ich glaube, wenn das Teil da in die Richtung zeigt, könnte es durchaus sein, dass es dort ist. 700 Meter. Hier kloppen sie sich. Na komm. 471 Meter. Ja, sorry, der Hund bellt auch wieder. Meter. Denn ich hoffe, dass es das... Na, ich glaube, es führt uns eher zurück in die City. Schade. Okay, es führt uns eher zurück in die City. Das wollte ich natürlich nicht.
Na los. Na dann gut. Ella. Dann suchen wir halt weiter. Irgendwo muss das ja sein. 300 Meter, dann ist da der nächste Freischaltpunkt. Ja! Schau einfach mal, ob hier irgendwas da ist. Ein Söldner. Was ist hier? Ein Leopard. Oh. Na los. Leoparden brauche ich nicht. Komm schon. Einen haben wir. Ja. Bringt uns aber gut Leder. Ganz kurz, sind wir gerade ein bisschen vom Kurs abgekommen. Ja! 130 Metern ist auch irgendwas. Ruhig. Wo wollten wir denn hin? Ich bin jetzt gerade total aus dem Dings. Da ist das. Ja, okay. Ella! Heraklion? Okay. Tempel des Poseidon. Oh, abwärts. Gucken wir nochmal, was hier ist. Okay, hier ist nix. Tempel des Poseidon. Ach, da. Okay. Bis der Tod uns scheidet. Auf dem Palast von Knossos wirst du einen Baum sehen, der nach den Sternen greift. Doch wie die Liebe, die an seinen Wurzeln ruht, kommt er doch nie so weit. Ich verstecke mich zwischen Baum und Borke und verfluche das Wort, das sie gaben. Lass mich frei am Fuße des Baumes, wo sie voll Inbrunst beten. Okay. Schön und gut. Ich suche aber was anderes. Nämlich erst einmal das Ding. Star. Und dann brauchen wir noch den Löwen. Die Löwin. Die muss ja auch irgendwo rumeiern. Ich will jetzt hier nicht auch noch eine Quest annehmen unbedingt. Gut, den haben wir auch. Holen wir uns das hier auch noch. Wenn wir schon mal in der Nähe sind, decken wir es halt auf. Mein Gott, was soll's. Dauert unsere Odyssee halt noch ein bisschen länger. Haben wir keine Wahl. Brückenkopf der Fischer, okay. In Ordnung. Unentdeckter Ort. Ich frage mich, wo dieses Vieh sein soll. Was ist denn das hier? Minus Verdächtig. Da ist auf jeden Fall was zum Abgeben. Okay, gut zu wissen. Good to know. Verlorene Axt von Akalorchi. Mann, Mann, Mann. Fangen und freilassen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Irgendwo muss ja was sein. So, komm. Ach, da bist du ja schon. Und los.
Vollgas. Bitte. Danke. Bisschen schneller. Komm, du darfst ruhig ein bisschen Gas geben. Da los. Wir wissen, was hier los ist. Ja. Komm schon. Ja, hier ist eine Höhle. Eine Höhle von Akalochi. Und Stufe 39. Jawohl. Banditen und Schatzplünder. Okay, alles klar. Zeit. Ich verstecke mich lieber. Ach was. Papalapap. Wir gehen so rein. Die Sache sehe. Können wir hier wieder reiche Beute machen? Ich habe so das Gefühl, wir müssen unten drunter. Das, ja, das Wasser. Hier geht's nicht. Kommen wir da rüber? Ja, aber hier geht's auch runter. Frage ist. Ja, komm, was soll's? Okay. Ansonsten ist hier nichts weiter. Warte mal, von wo kamen wir denn jetzt? Da haben wir rein. Aber sind ja meine Scheißer. Na komm. Brauchen leider das Material. Kommt mir doch sehr bekannt vor, diese Höhle hier. Ja, obwohl, hier waren wir dann doch noch nicht. Aber vom Aufbau her. Was ist denn der Gegner? Wie ist er denn? Klimper, klimper, klimper. Ah. Da ist der nächste. Ja, ja, hat mich gesehen, von mir aus. Ja, komm, du Feigling. Heute lernst du Hades kennen. Echt? Da war ja kein Problem hier. Wo ist er denn? Da unten. Komm, jetzt gleich mal zur Begrüßung. Ups. Böse, böse. So, da ist noch was. Ja, komm. Ah. Kamera, lass mich runter hier. Mensch. Das Zeug da holen. So. Okay. Wo ist jetzt der Typ? Da liegt die Leiche. Da oben ist noch was zum Holen.